Bayer begann im September des Jahres 1895 mit der Realisierung seines Wohnungsbauprojekts. Es entstanden 170 Wohnungen der Kolonie 1 Julia. Auf deren Schicksal sind wir bereits in Teil 1 unserer kleinen Serie Leverkusen damals und heute eingegangen. Unsere Drohne überfliegt hier die Häuser der Kolonie 2 Anna, die zwischen 1900 und 1916 mit rund 1200 Wohnungen errichtet wurde. Wirtschaftskrise und Industrialisierung führten dazu, dass sich Ende der 1870er, Anfang der 1880er Jahre immer mehr Arbeitnehmer auf Wanderschaft begaben. Dieses Phänomen wurde als Landplage empfunden. So sah es die Kirche als ihre Aufgabe an, den Obdachlosen ein Heim zu bieten. Die erste Arbeiterkolonie wurde von Pastor Bodelschwing im Jahre 1882 in Wilmersdorf errichtet. Ab dem Jahre 1913 begann Bayer mit dem Bau von Kolonie 3 Johanna. Zwischen Bahnstrecke und dem Stadtteil Manfort entstanden rund 1000 Wohnungen. Bayer schuf aber nicht nur Wohnraum für seine Arbeiter, sondern auch für seine leitenden Angestellten, die sogenannten Beamten. Hier sehen wir die Beamtenkolonie als älteste heute noch erhaltene Bausubstanz aus dieser Ära. Auch hier war im Jahr 1895 Baubeginn. Mit der Errichtung der Siedlung Eigenheim, ebenfalls für die leitenden Angestellten, endete etwa 1933 die Bautätigkeit der Bayer AG. Die historische Entwicklung und die untrennbare Verflechtung zwischen Werk und Stadt erklärt uns sehr anschaulich Herr Walter Zimmermann von Bayer Real Estate. Wir befinden uns hier vor der alten Hauptverwaltung der Bayer AG. Fertiggestellt 1912. Die Entwicklung begann hier allerdings bereits 50 Jahre früher. Wir schreiben das Jahr 1860 und Karl Leverkus beginnt mit dem Bau seiner Ultramarin- und Alizarin-Rotfabrik nahe dem Dörfchen Wiesdorf am Rhein. In unmittelbarer Nähe vor dem Werkstor die Familienvilla, im Volksmund auch Mäuseburg genannt. Es entstand eine Ansiedlung mit Fabrik, Wohnungen für die Beschäftigten, einer Schule, einem Konsum. Karl Leverkus gab ihr den Namen Leverkusen nach seinem Stammsitz im Bergischen. Praktisch zeitgleich und buchstäblich in der Familienküche in Wuppertal legten die beiden Freunde Friedrich Bayer und Johann Friedrich Westcott den Grundstein für die Produktion ihrer synthetischen Farbstoffe. Eine rasante Entwicklung nahm ihren Lauf und ihre Werke in Wuppertal platzten bald aus allen Nähten. Das war die Geburtsstunde des neuen Bayer-Standortes am Rhein. Ab 1891 ging die Leverkusische Werksansiedlung und weitere Ackerflächen nach und nach in den Besitz der Farbenfabriken Bayer über. Karl Duisberg, der Mann, der vorausschauend dachte: Für jeden Betrieb ist ein solch großes Terrain zu reservieren, dass es voraussichtlich in den nächsten 30 Jahren nicht notwendig wird, an eine Verlegung zu denken. Produktions- und Logistikabläufe sind effizient vom Rheinufer aus in das zurückliegende Gebiet gestaffelt und breite, parallel laufende Straßen gliedern das Areal. Eine moderne Infrastruktur auf dem Schachbrett, nach einer Idee von 1895. Die Zahl der Beschäftigten steigt explosionsartig. Wohnraum muss geschaffen werden, für Arbeiter und Angestellte sowie für Familien und Ledige. Die Werkswohnungen repräsentieren dabei verschiedene Architekturbewegungen. Die Kolonie 2 im Gartenstadtstil gehört zum Beispiel zu den vorbildlichsten Arbeitersiedlungen Deutschlands aus dieser Zeit und ist auch heute noch ein äußerst beliebtes Viertel. Soziale Einrichtungen entstehen. Neben dem Bayer Erholungshaus mit Park, in dem auch das Bayer Wöchnerinnenheim steht, Kinderspielplätze, Schulen, die erste evangelische Kirche, das Bayer Kaufhaus und das Rathaus im neuen Stadtzentrum. Das ständig wachsende Bayerwerk und die steigende Wirtschaftskraft werden zum Motor der Stadtentwicklung Leverkusens. 1912 ist der Firmensitz endgültig in Wiesdorf.
Bei alliierten Luftangriffen im Oktober 1944 erhielt das Werk so schwere Bombentreffer, dass die Produktion eingestellt werden musste. Alle Werke der IG Farbenindustrie kamen nach Kriegsende unter alliierte Militärverwaltung. Die alliierte Hohe Kommission beschloss schließlich 1950 die Zerschlagung in 12 einzelne Firmen, zu denen die Farbenfabriken Bayer AG gehörte. Innerhalb weniger Jahre erhob sich aus dieser Asche der Weltkonzern Bayer und über allem thronte sein Wahrzeichen. Unser Nachbar hat ein Kreuz auf dem Dach. Unser Nachbar hat die Lichter angemacht. Unser Nachbar hat ein Kreuz, das leuchtet abends auch für euch. Es leuchtet hell und klar die ganze Nacht. Unser Nachbar gab dem Vater Lohn und Brot. Unser Nachbar, der sorgte für ihn gut. Da war es noch unser Werk und vom Rhein bis hoch am Berg fuhren die Männer auf dem roten Rad zum Schlot. Unser Nachbar war die Farbenindustrie, die zog den Vater hierher. Die Entwicklung Bayers in den 50er Jahren zum Global Player förderte jedoch auch Begehrlichkeiten der Lokalpolitik nach einem angemessenen Stadtzentrum. Scheinbar gab es genügend Freifläche um das alte Rathaus herum. Die Planungen gefährdeten jedoch den Bestand der Kolonien. Heute sieht es in Leverkusen so aus. Tag für Tag sind die Straßen verstopft, blockiert. Der Verkehrsstrom wälzt sich nur schrittweise durch unsere Stadt. Die Probleme, wie sie hier buchstäblich auf der Straße liegen, haben sich seit 1930 vervielfacht. Die wenigen alten und allzu engen Verkehrsadern folgen einer überholten Zeit. Sie weisen von Nord nach Süd. Was Wunder! Denn die neuen Siedlungsgebiete im Osten der Stadt waren für unsere Väter noch Utopie. Die einzige West-Ost-Verbindung zwischen Bayerwerk, Wiesdorf und Schlebusch, die einzige Verbindung bis vor kurzem, wird auf gleicher Ebene von mehreren Eisenbahnsträngen durchschnitten. Unsere Stadtväter haben den Zug der Zeit erkannt. Der neue Südring. Erster Abschnitt einer großzügigen Ringanlage. Brücke und Straße in die Zukunft. Schon geht es weiter. Nach dem Südring jetzt der Ostring. Allein in den letzten 10 Jahren wurden rund 100 Kilometer Straßen neu gebaut. Und immer noch ist Tempo die Devise. Denn im Osten der Stadt sind neben vielen kleineren 2 neue Großsiedlungen aus dem Boden geschossen. Alkenrath und Mathildenhof. Leverkusen wächst. Wächst schnell. Wächst immer weiter. Das hört sich heute alles so glatt und selbstverständlich an. Aber welche Arbeit des Rates und der Verwaltung steckt dahinter? Mehr als 180 Millionen D-Mark haben wir seit 1951 in die öffentlichen Aufgaben unserer Stadt investiert. Das Bild unserer jungen und modernen Stadt rundet sich mehr und mehr. Aber Häuser und Straßen, Brücken und Kanäle, Schulen und Krankenhäuser und Bäder machen noch keine Stadt aus. Dazu bedarf es des Gemeinschaftsbewusstseins der Bürger, das durch die geplante Stadtmitte dargestellt und verstärkt werden soll, sodass auch unsere Stadt einen unverwechselbaren Charakter bekommt. Dank einer guten Grundstückspolitik besitzen wir im Schwerpunkt der Stadt ein großes, bisher ungenutztes Gelände und damit eine einmalige Chance für eine lebendige Stadtmitte, für das Herz unserer Stadt, wenn Sie so wollen. Seit 1959 beraten und arbeiten hieran der Planungsausschuss des Rates unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters, namhafte Städtebauer und mit mir die zuständigen Fachleute der Verwaltung. Sie können sicher sein, dass die Entscheidung des Rates auch hier erst fallen wird,
wenn die bestmögliche Lösung für das Herz unserer Stadt gefunden ist. Und mitten darin wird es eine große, gefahrenfreie Insel ausschließlich für Fußgänger geben. Dafür wird manches Unschöne in diesem Raum noch fallen müssen. Vielleicht sogar das eine oder andere, das noch einige Jahre funktionsfähig wäre. Aber es muss sein, weil unsere Stadt ein Herz braucht, so wie Sie und ich. 10 Jahre später waren aber nicht nur Freiflächen bebaut, sondern die gesamte Kolonie 1 abgerissen und ebenso 62 Häuser der Kolonie 2. Und im Mai 1970 stellte der Stadtrat die Weichen für das Projekt Lindwurm, offiziell als Bauverdichtung bezeichnet. Der Genfer Architekt Heinz Weiß hatte mit seiner Arbeitsgruppe bereits ein Büro in Leverkusen bezogen. Verschwinden sollte dafür die komplette Kolonie 2 mit 1250 Wohnungen. Hier Richtfest für den ersten, im Rathaus Beschlussfassung über den nächsten Bauabschnitt. Oberstadtdirektor Dr. Walter Bauer. Damen und Herren, mit der heutigen Erörterung und Beschlussfassung über den Bebauungsvorschlag für den Bauabschnitt A der Stadtmitte wird ein weiterer Markstein in der Entwicklung und in der Durchführung dieses Projekts gesetzt. Das Forum, die Diefstraße oder Stadtautobahn, wie es heute heißt, das Einkaufszentrum im Abschnitt C. Und die Hoffnung ist voll begründet, dass wir auch mit dem Abschnitt A in der gleichen Präzision vorankommen. Unter den Ehrengästen Ministerpräsident Heinz Kühn. Den Festakt umrahmen die Bayer Philharmoniker, ein aus Laien bestehendes traditionsreiches Orchester. Großer Tag für Leverkusen und besonders für Dr. Karl Schätzle. Durch seine unternehmerische Initiative wurde die Industriestadt zur Einkaufsstadt. Der von vielen ersehnte Einkaufsbummel wurde Wirklichkeit. Tausende kamen, sahen, staunten und kauften. Die Attraktionen zur Eröffnung reichten von Hippie-Mädchen bis zur Polizeikapelle. Tierischer Ernst war an diesem Tag verpönt. Obwohl sich die neue Silhouette bereits deutlich abzeichnet, gibt es kein Rasten. Die Planung geht weiter. Die Einkaufsstadt soll leben. In unmittelbarer Nachbarschaft wird das Wohngebiet verdichtet. In der Planung und als Vorbild in Genf stehen sie schon, die langgezogenen, hohen Wohntrakte, die auf kleiner Fläche die Möglichkeit bieten, vielen Menschen moderne Wohnungen zu geben und dazu Annehmlichkeiten, wie man sie in Miethäusern herkömmlicher Art gar nicht kennt. Trotzdem bleibt für die landschaftliche Gestaltung weiter Spielraum. Zielstrebig geht Leverkusen seinen Weg in die Zukunft. Doch zum Glück für Leverkusen kam die Zukunft anders. Es regte sich öffentlicher Protest und eine Bürgerinitiative gründete sich. Experten nannten das Projekt Wohnmaschine, gebaute Brutalität, inhumane Bebauung. Im Dezember 1970 distanzierte sich Bayer-Chef Grünewald öffentlich. Im September 1971 wird der Bebauungsplan schließlich zurückgezogen. Dennoch wird es bis ins Jahr 1997 dauern, dass die Kolonien durch Eintragung in die Denkmalliste eine Bestandsgarantie bekommen.
Wie sich das tägliche Leben vor mehr als 100 Jahren dort abgespielt hat, kann man seit 2005 im Koloniemuseum erleben. Kurz vor Eröffnung der Landesgartenschau hier in Leverkusen haben wir die Pforten dieses Museums, des Koloniemuseums, für die Öffentlichkeit geöffnet. Seither haben wir fast 30.000 Besucher empfangen können. Die größte Zahl natürlich während der Landesgartenschau. Aber auch heute kommen jährlich zwischen 1.200 und 1.500 Besucher in unser Haus, um zu sehen, wie die Menschen früher hier gelebt haben, in welchen Umständen sie gelebt haben, wie sie eingerichtet waren und so weiter. Unser Anliegen ist, Geschichte erlebbar zu machen, nahbar zu machen. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Es fand sich auch schnell ein geeignetes Objekt hier in diesem Haus. Und es fanden sich auch ganz schnell Mitstreiter, die Spaß hatten an dieser Idee. Das waren Handwerker, die geholfen haben, dieses Objekt zurückzubauen, wie das so schön neudeutsch heißt. Das heißt, also den alten Zustand wiederherzustellen. Wir waren hoch erfreut, als wir beispielsweise feststellten, wie unter dem Linoleum und anderen Schichten auf dem Boden der Ursprungsboden, die alten Holzdielen und in den Flurbereichen der Terrazzoboden wieder zum Vorschein kam. Unser Verein, der sich dann gegründet hat, hat 40 Mitglieder. Und dazu gehört auch das, was viele verwundert und dann auch erfreut, dass der Eintritt in unser Museum kostenfrei ist. Wir freuen uns natürlich immer über eine Spende. Ich muss auch dazu sagen, das Ganze geht nur, weil der jetzige Eigentümer dieser Immobilie, die Viva West, uns sponsert mit der Miete und den Betriebskosten. Und gut, alles andere erwirtschaften wir durch, wie gesagt, doch erfreulich viele Spenden, die wir erhalten und letztendlich aufgrund der Tatsache, dass wir ehrenamtlich aktiv sind. Unser Museum ist regelmäßig samstags und sonntags geöffnet. Samstags und sonntags nachmittags jeweils von 15 bis 18 Uhr und sonntags auch vormittags von 11 bis 13 Uhr. Darüber hinaus machen wir Führungen auf Wunsch, auch unter der Woche. Wir haben viele Gruppen, die kommen und sich anmelden, Hausfrauengruppen, Integrationsgruppen. Besonders gerne führen wir Kindergartenkinder oder Schulklassen. Das Museum ist anerkannter außerschulischer Lernort. Es ist Ausgangspunkt für eine spannende Geocaching-Tour durch die Kolonie 2, wo man einiges über die Geschichte dieser Kolonie auch nochmal erfahren kann. Es ist Anlaufpunkt bei den Stadtrundfahrten des Vereins. Wir für Leverkusen, ein starkes Stück Rheinland. Und es ist auf der Radtouren-App Quo Radis und inzwischen auch in diversen Reiseführern erwähnt. Ich lade Sie sehr gerne ein, uns hier im Museum zu besuchen, gerne auch zum wiederholten Mal. Wir stellen unsere Ausstellung auch immer wieder um. Herzlich willkommen. Vertiefende Lektüre bietet dieses Buch von Adolf Horst. Horst, Jahrgang 1924, war Gründer des Kolonievereins. Er rief auch die Freie Volksbühne Leverkusen und den Verein Lev soll schöner werden ins Leben.